What are you buying? Hast du was gesagt? Nein. Aber nicht das Ende geplant ist, mir dann nach Hause gefallen. Das ist häufig so bei uns, ja. Es ergibt sich ab und zu, Magie, der war ja sehr schön, der alte Cold Opener, Simon, ne? Wo du am Gemälde standst. Das war der Magnus Opener. Das war der Peak der Cold Opener Technologie. Ja, mehr kriegen wir nicht hin. Mehr ist nicht möglich. What are you buying? Ja, ich wusste, dass das Gregor ist. Und ich wusste, dass der hinter der Hand das spricht. Ne? Aber ich habe gar nicht gesprochen. Twilight Zone. Weißt du, was ich gehört habe? Mach mal den Laptop zu, weil das ist der alte Chat. Wir sind nicht live. Wir können aber auch den aktuellen Chat dann lesen. Wir sind aber nicht live, oder? Nein. Ja, das wollte ich aber auch mal machen im Format, den Chat lesen von dem anderen Format, über eine Aufzeichnung. Irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben von der letzten Folge, dass man anscheinend auch die Items noch mal wenden kann und nicht nur drehen. Im Inventar. Also können Fabian noch mehr. Jetzt ernsthaft? Also irgendwie, okay, ich probiere es mal hier bei der Waffe. Ablegen, ich glaube, drei musst du machen. Ich hätte es gerade weggeworfen, ne? Ich hätte es wahrscheinlich. Okay, also mit L und R so. Kannst du drehen. Was ist mit L2, R2? Ich drücke, nee, das ist das. L2, Steuerkreuz, L2. Passiert hier irgendwas? Nein. Viereck? Also nur das, aber. Nein, Sicher, ich drücke mal Viereck. Ich hoffe mal, das ist keine Verarsche oder sowas, aber es hätte mich tatsächlich interessiert, wie die Waffen von hinten aussehen. Moment, oder? Ich mach mal. Ist das. Nee. Nee, ist nicht. Schade. Oder geht's nur bei den Kräutern vielleicht? Ist jetzt auch egal. Das ist jetzt, will ich es aber wissen. Wir nehmen diese Kräuter, weil da war es auf jeden Fall faszinierend, unterschiedlich es aussieht. Nee. Okay, vielleicht geht's auch nicht, ne? Okay, gut. Dann war das mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. Ich denke auch, da hat uns jemand ganz fiese angelogen. Aber es wäre lustig gewesen. Was hatten wir das letzte Mal gemacht? Den Boss, ne? Haben wir erledigt. Den Zalata. Schon wieder so lange her. Ja, du hast ihn erledigt. Deswegen auch. Deswegen ist gerade invertiert. Invertierte Steuerung. Okay. Die ich schnell umstelle. Bin ich denn überhaupt dran? Hätte ich jetzt gefragt, aber muss ja wohl so sein. Du musst auf Start. Ach ja, schon. Du musst raus aus dem Menü und auf Start. Ja. Genau. Das können wir immer dran erkennen und wir wechseln uns ja eh in Ruhe hier ab. Wir waren letztes Mal zu quatschig. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen ernster diesmal alles angehen. Wollen wir es einmal für die Fans einmal ernst machen? Ich kann auch gut Let's Play, ohne einmal was zu sagen. Nein, das geht überhaupt nicht. So meine ich das nicht. Eigentlich ist mir auch egal. Ich wollte mich nur einmal gegen dich auf die Seite der Zuschauer stellen, um zu sagen, das ruhig. Ich hätte es auch gemacht, aber Gregor will ja nicht. Auch du brauchst deinen Gewinn. Ja, ich brauche irgendwas. Wir versuchen es ein bisschen zurückzuhalten. Fabian ist halt nicht da. Ja. Der Zaun, die Wildpferde sind der Zaun. Also, es war die erste Folge nach Fabians Urlaub, oder vor Urlaubswochen, da müssen wir einfach, hat sich alles aufgestaut. Es war wirklich so, die Katze war aus dem Haus. Und die Mäuse. Katze ist jetzt auf jeden Fall durch. Jetzt sind wir auch lockerer, entspannter und werden den nötigen Ernst. Ihr könnt froh sein, dass wir gerade kein Silent Hill spielen, Leute. Dann hättet ihr uns gehasst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei Silent Hill das noch schlechter ankommt, wenn man das nicht ernst nimmt. Oh. Ist ja auch sehr leicht, es heute nicht mehr ernst zu nehmen, oder? Also, weil es nun mal wirklich aussieht wie. Gerade auch bei der alten Optik. Ich habe dafür auch schon ordentlich beim Let's Play auf die Fresse bekommen, weil ich nicht die Waffen benutzt habe, die Leute haben wollten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand unzufrieden ist. Ich habe Demon's Souls mit dem Bogen durchgespielt. Das ich liebe dich. Den König, ja? König Alland oder so, wie der heißt. Ja. Ja? Ich bin immer eine Dreiviertelstunde entlang gehopft. Du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß genau. König Alland und so weiter. Zweiter Anlauf gelegt. No? Ich habe Pfeil und Bogen. Es hat endlos gedauert mit Pfeil und Bogen. Das war noch 15 Minuten, ich weiß nicht, waren hunderte von Schüsse, aber ich bin immer ausgewichen und dann von weitem weg. Wir haben sowas versucht, aber hatten irgendwann keine Pfeile mehr. Wir hatten wirklich 100 Pfeile und trotzdem war irgendwann die Pfeile leer und er war immer noch 1000 am Leben. Gekauft. Alter, nicht schlecht. Also nachdem ich diesen anderen Boss, du weißt, wo man irgendwie runterklettert und dann ist er wie so ein Bottich unten, wo du erstmal an der Seite runterklettern. Okay. Und den kannst du auch einfach mit vier Fallen fertig machen. Ja, wir haben ja auch ganz viel gezaubert in unserem Durchgang, Nils und ich. Und das wurde auch kam auch sehr gut an. War sehr beliebt. Hier sind wir jetzt wieder zurückgegangen. Ach, das ist der Endgegnerraum und ich laufe gerade hier rum und denke mir, das kenne ich doch. Da ist er ganz wegge. Was ist er? Eingetrocknet. Ja. Ich kann auf jeden Fall immer erkennen, in welchem Video ich das gemacht habe, weil die Daumen-Unten-Ratio sehr, sehr hoch ist. Ja, aber das heißt ja auch nur, dass etwas kontrovers ist. Disapproval. So, das war jetzt hier meine Morgenroutine, einfach für die Bauchmuskeln. Kannst du noch mal Never rauf skip Leg Day. Sag mal, aber jetzt bin ich ja... Okay, runtergefahren. Dann sind wir ja richtig weit schon gewesen. Ja.
dann. Warum hast du mich nicht vorher aufgehalten? Du lässt mich den ganzen Holzweg zurückgehen. Ich hab keine Ahnung gehabt, das ist der falsche Richtung. Okay, dann gehen wir da zusammen. Ja, gut. Okay, so. Hallo? Ja, gut. Need a ride, handsome? Okay. Mhm. Das hast du gut gemacht. Das war ein toller Moment. Aber oh, wir sind schon 4-4, das heißt Kapitel 5, das finale Kapitel müsste jetzt anfangen. Ist es nicht 6 oder 5? Ich glaube, es müssten 5 sein, aber das 5. ist nochmal lang, wahrscheinlich. Mega lang, ja. Okay. Und da sind noch ein paar Parts, auf die wir noch nicht gestoßen sind, da bin ich auch gleich gespannt. Das müssen wir in den nächsten 1-2 Sessions auf jeden Fall hinkommen. Du wirst sehen, was ich meine, wenn wir da sind. Ja, ich denke auch jetzt 12 Stunden. Ich glaube, ich hatte auch locker 20 oder so beim ersten Durchlauf. Ich nehme an, dass wir 16 oder so brauchen, 15. Bin mal gespannt, was noch kommt. Da sehen Sie, Disc 2. Sieh nach. Got some business to take care of. Videospiele einfach. Ja. Das ist wirklich Videospiele in a nutshell. Ja. Exemplarisch für Dialoge, Sexismus und Batman. Women. Ich hab grad Frauen gesagt. Das ist so gut, ey. Das waren die. Naja. I need to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Ride in my cage of torment, my friend. Wir haben kleine technische Probleme jetzt. Ja, na, mach mal Pause. Ich mach mal Pause und wir klären das mal. Genau, dann lass doch mal. Wir haben auch sehr viel geschafft bis hierhin. Wir gehen in eine kleine Werbung. Wir checken das technisch. Und das ist der wahre Endgegner, die Technik. Dann sind wir mit nochmal einem 4-Minuten-Segment zurück vor der nächsten Werbung. Bis gleich. Da sind wir wieder. Alles wieder gut. Ja. Das, wenn man sich vorher nicht abspricht, wer anfängt, ne? Wir haben nämlich beide dann so diese Sekunde gewartet. Mhm. Keiner wollte mir ins Wort fallen. Okay, dann mach ich. Ah. Das ist dieses, wenn man so, ich gehe rechts vorbei, beide gehen rechts. Ah, okay, beide links. Jetzt aber los. Und dann nochmal. Da, spätestens dann muss einer dem anderen auf die Fresse hauen, damit diese Energie weg ist. Es ist einfach, es muss irgendwann eskalieren, weil ansonsten saugst du es nicht auf und dann läufst du Amok irgendwann mal bei McDonald's. Also was ist auch, das pendelt sich immer mehr und am Ende hast du Weltkrieg oder so. Nur weil zwei Leute nicht genau wussten, wer geht links und rechts vorbei. Eigentlich total klar, dass da dann. Ne? Kennt ihr ja, awkward Moderation. Meeting. Ja, ich meinte jetzt normales, du kennst die Momente, ne? Ja, wenn man, so. Nee, wir beide haben keine awkward Momente. Wir haben alle awkward Momente durchgespielt. Das ist schon alles nichts Neues. Ja, mal ist geregelt. Irgendwo hier kannst du nochmal zurücklaufen und was am Ende finden. Ich weiß nicht, ob es gleich am Anfang hier? War. Nein. Ah, ja. Weil das du. Oder verwechselst du es mit Ada? Weil oder Ada, es könnte auch mit. Stimmt, Adas Part ist ja hier auch, dieses Separate Ways. Genau, ja. Ne? Den ich auch, glaube ich, nur angespielt habe. Ich hätte den auch dabei, Alter, ich weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommen so Plattformen. Also Plattformen, es kommen mega viele Gegner. Und auch da ist eine Gatling Gun, glaube ich, auch jetzt irgendwie aktiv. Oder irgendwelche montierten Geschütze. Super nervig. Oh, aber da habe ich Zeit vergeudet. Ja, sowas. Ja, okay. Verschiedene von diesen Ebenen haben wir jetzt. Ja, genau. Hier ist das schon. Krass. Daran kann ich mich aus irgendeinem Grund sehr gut erinnern. Kannst du hier rüber oder musst du denn. Ach nee, du kannst wahrscheinlich rüberspringen, da wo das Licht ist. Ich bin so durchgerannt, lass mich kurz mal. Hier liegt auch nichts mehr, oder? Nein. Check mal hinten in der Ecke, ob das jetzt ein anderer Weg war oder vielleicht sind da auch Items versteckt. Ich denke auch, eigentlich sollte hier was sein, oder? Ja, irgendein Kraut ist da oben. Oh, da oben sind Kisten. Tatsächlich. Wer hat. Ja, dieser Josh McQuaid, ne? Wer gemein wäre, hätte da zwei Schlangen jetzt drin, ne? Meine Schlangensammlung. Das ist eigentlich eine gute. Okay. Ah, okay, aber ich hoffe, da irgendwie hoffe ich jetzt eine Schlange drin. Oh. Ja. Die Schlange war so lange drin, dass sie zum Smaragd geworden ist. Ja, so entstehen Smaragde, dass die wenigsten wissen es. Du weißt ja, wenn Schlangen ganz große awkward Moments haben, dann ziehen sie sich so zusammen. Und dann werden sie zu Diamanten. Jeder Diamant ist eigentlich ein awkward Moment.
maximal zusammengepresst. Das wäre auch eine schöne Erklärung. Das ist, ja, das ist die. Oh! Aber oh, komm! Aber du warst doch nicht im Licht. Ich war nicht im Licht, deswegen bin ich ja gesprungen, verdammt nochmal. Hätte ich das jetzt anders machen können? Ich glaube nicht, das ist getriggert okay, hier. Okay, da kann ich nichts für. Doch, kannst du was für. Jetzt will ich mal riskant spielen. Soll ich die zerschießen? Muss ich da mal. Ach, die muss ich wahrscheinlich. Da. Der Reflektor ist drehbar, ja. Genau. Ah, es ist noch leider nicht. Ah, auf den anderen Reflektor die anderen kannst du aber machen, schon oder? Mal machen, oder? Geht das so einfach? Also, ich meine, kann ich das. Ja, du kannst ihn ja erstmal auf dem Spiegel ja, lassen. Woran oder erkenne so. Ich's, ne? Lass ihn doch mal auf dem Spiegel und dann. So? Okay. Vielleicht hilft das ja, wenn wir den eh nachher nochmal bewegen müssen. Warum kommt eigentlich keiner hoch? Ich warte die ganze Zeit drauf, dass hier einer hochgeht. Ah! Ach, das ist so schön. So, kann ich da nicht eine andere Waffe jetzt nehmen? Sollte ich dafür? Ja, du kannst. Da, oh, ist, da ist der Gatling-Gun! Da ist ja wirklich der Gatling-Gun! Da hat mich also meine Erinnerung nicht getäuscht. Okay, dann nimmst du vielleicht doch keine andere Waffe für den da. Oh, und die haben nur Elektroschocker. Ja, die haben die Gyrosmesser, dachte ich immer, dass es welche sind. Elektrische Gyrosmesser. Naja, das. Ich glaube, das wäre auch. Wenn es helfen würde beim Gyros schneiden, dann wäre das also auch. Also, ja, wenn du, nur wenn du zähes Fleisch hast. Alter, der ist gerade umgesprungen. Der ne? Ich will noch runter! Ich kann nicht! Holy shit! Lauf weg! Ja, aber. Alter, das war krass. Bist du tot? Ja, okay, aber wie? Ich bin gerade gestorben. Ich weiß man nicht. Man hat es nicht gesehen, es war ein kameratechnisch unnötiger Moment. Probier es nochmal, bis klar ist reingekommen. Nein, mach du. Im Ernst, ich bin völlig. Wenn du jetzt stirbst, bin ich wieder dran. Machen wir so? Klack. Ja, okay, machen wir es so. Ich sag also bei der Stelle. Die Stelle werden wir jetzt erstmal. Hilft das aber auf jeden Fall, ja. Versuche erstmal nicht. Ja, also ich habe auch gesehen, du bist nicht im Licht gewesen, dann wurde es trotzdem getriggert, ne? Ich glaube, es muss so sein. Na gut. Na, vielleicht kann man es aber doch. Lass es mal ganz weit. Schwierig. Un pueblo. Ich kann so einfach hier stehen bleiben. Wie geht das nochmal? Ich habe vergessen, wie man, wie man das spielt. L2 und L2. L1, oh! L1 ist Messer, L2 ist okay. Zielen. Oder rede ich gerade von Resident Evil 4, 2. Was? Oh shit, Gregor, das wird hier, das wird unangenehm. Das wird jetzt sehr unangenehm alles. Mach ruhig nochmal. Okay. Ich nein, komm, weil das war jetzt. What the fuck war denn da? Dark Souls würde ich auch sagen, mach nochmal. So, warte mal, aber erstmal gucken. Okay, mit L2 ist es gut. Aber wie kann man hier. Wie kann man da jetzt rüber? Jetzt! Nee, ja, okay, es geht. Mhm. Wofür ist diese Basis? Haben die nur für uns gebaut? Weil. Ansonsten würde das ja suggerieren, dass die viel häufiger Besuch kriegen, den man abwehren muss. Oder haben die jetzt. Na gut. Ich hinterfrage da, glaube ich, zu viel. Okay. Schönes Ding. Na gut, bin ich zu viel mit der Shotgun hier. Was haben wir denn noch? Sniper-Schüsse haben wir, 20 normale. Ja, vielleicht sollten wir auch wieder mal auf die gute alte. Oh, das war aber direkt hinter dir. Oh, gerade. Nein, nicht zu weit laufen. Vorsicht. Oh, oh. Weg. Energie. Okay, ja, mach ich gleich. Was haben wir denn noch? Das? Wir haben okay. Leute, ich mach einmal voll, ja. Weil das guck mal, was ist, wir guck mal, wie viel das ist. Ja. Wobei, das ist doch geil, ne? Warum macht er sowas? So, wo kommt der denn her? Die Mucke auch. Okay. Oh Gott. Ich dachte zuerst, okay, der hat keinen Zombor. Und dann kommt das Tentakel doch raus. So, vorsichtig. Wir können auch nicht mehr wieder zurückspringen, um da quasi. Oh, doch. Ah, aber mit der Gatling-Gang schützen uns das nicht, ne? Springen wir mal kurz rüber. Ja. Okay, mach ruhig erstmal das. Ich meinte nur gerade. Guck mal nach rechts. Ich will es nur ausprobieren. Hier, da. Da. Hätte man eventuell auch von da. Ah, von der anderen Seite irgendwie drumherum. Oder? Können, oder ja. Sieht es nur so aus? Naja. Ja, noch schreibt es mal bitte in die Comments, ob das gegangen wäre. Ich, ja. Aber mich interessiert's. Kann man das kaputt schießen? Ja! Fuck you. Geil! Das hätten wir vorher machen können. Hätten oder? Wir auf jeden Fall machen sollen, ja. Egal. Okay. Vielleicht.
Vielleicht hätte das schon gereicht. Ja, eventuell. Man sollte meinen, dass wenn die Riesenscheinwerfer zerschossen wird, sie das auf Gedanken bringt. Okay, da wurde ich hier irgendwo getriggert dann, ne? Wenn man in der Nähe war. Ja, nochmal Munition. Magnum-Munition. Irgendwas? Ja. Na gut. Ah, so. So, der war irgendwo da vorne getriggert, ja. Okay, der kommt direkt. Eigentlich musst du ihn runterlaufen lassen, jetzt runterspringen, oder? Und ja, nicht darunter, sondern drüben runterspringen. Der ist doch gehopft. Der kommt jetzt hoch. Ja, aber dann kann ich ja runterspringen. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt runterspringen. Ja, egal. Okay. Hat er nicht gemacht. Irgendwie lässt er dich nicht. Das Problem hatte ich auch. Da meinte ich. Ja. Das ist, glaube ich, seine Knarre, die da gerade. Wo kommst du denn her? Wo ist er? Ich glaube, mit dem hatten die Entwickler so seine Probleme, wie man den am besten benutzt. Ja. Oh, ja, da kommen noch mehr wieder. Ich glaube, da soll ich doch den lieber hochkommen lassen mit der Shotgun ein, zwei Schüsse und dann immer rauf und runter, oder? Ey, cool, alles mit mir. Nur eben, nicht, dass dasselbe nochmal passiert wie eben. Ich glaube, mich hat einer mit dem Elektrostock erwischt. Ja, stimmt. So einer hier, ne? Ja. Das hat scheinbar richtig viel abgezogen. Und wenn der dich trifft, bist du auch eventuell sogar Insta-Kill. Geil. Perfekt. Wo bist du, mein Freund? Kommst du mal her? Un pendo pedazo. Na? Kommst du nicht nochmal vorbei? Auch Geduld. Ich glaube, man hört ja auch seine Waffe. Er steht da unten und... Oh. Und jetzt kommt der Fick. Und hat die ganze Zeit am Laufen und wartet vielleicht nur, dass du in seinen Sichtfeld trittst. No, also wirklich, jetzt fängt er an zu rennen. Ohne Kopf klettert es sich furchtbar schlecht. Alter. Gregor, oh, der Enthaupter. Nice. Ja, das ist nice. This is how I like it. This is nice. Okay, aber jetzt. Da kommt einfach keiner. Dieser ganze Level ist kaputt. Und man einfach nicht bewegen, bestenfalls. Bist du? Ah, jetzt war er da. Ja, wo kommt? Hey, ins Auge. Ja, und noch einer. Da ist die Tür aufgegangen oder so. Nee, zugegangen. Ah, okay. Oh, hinter dir. Weg, weg, weg. Nimm mal ein bisschen Energie. Ja, ja, warte mal. Ist kann du bist ich doch die Items so Insta, Insta gefährdet. Okay, nur scheiß Geld. So, ein bisschen Energie, ne? Einfach um voll zu sein, ja. Kombinieren bringt ja nichts bei den beiden, oder? Wenn du nur zwei Grüne hast. Okay. Doch, dass die mit der Shotgun nicht gleich tot gehen, ey. Das nervt mich ein bisschen. Wir haben sie aber auch noch nicht optimal ausgerüstet. Ja. Ich habe ihm den Hoden geschossen. Alter, was der aushält. Jetzt wäre ich aber wütend gewesen. Da hätte ich gleich einen Beschwerdebrief an die Zombie-Gewerkschaft. Okay, Arschloch. Uah, du machst das aber auch spannend, ne? Du machst es gut. Oh, Vorsicht, bitte nicht jetzt. Du bist kurz vorm Ende. Nicht einfach ins. Wenn er ballert, Mann. Gregor. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Vorsicht, Mann. Habe ich eine Granate eigentlich? Du bist der Allerbeste. Ah, zwei Blendy, aber ich habe eine normale. Ja, so, jetzt hoffen wir, dass ich zielen kann. Das wird geil. Und? Das war so klar. Warum haben wir nicht zuerst die Blendgranate genommen, verdammt? Na, egal. Aber du kannst noch eine Blendgranate reinwerfen. Ja, okay. Dann kannst du ihm bam, bam, ins Gesicht. Ja.
Okay. Schön. Das ist ein bisschen stärker, ne? Glaube ich. Ich glaube, ja. Lass mal machen. Oh, wie unfair. Achtung! Weg, weg, weg! Oh. Ja, okay. Du, jetzt musst du weg. Das ist ja krass, dass der dadurch immer gestackt wird. Oder gestunt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Okay. Mann. Wie du alles von mir ignoriert hast und alles richtig war zu ignorieren. Ich hab... Nein, du hast alles richtig gemacht. Ich hab deine Anweisung noch im Kopf, aber die Pipeline ist bei Punkt 3. Ja, es war auch keine Anweisung. Es war mir so ein verzweifeltes Versuch mitzuspielen. Du hast es gut gemacht, Gregor. Zum Glück hast du mir so gut gehört. Aber danke für die Blendgranate. Da hätte ich auch gar nicht noch mal dran gedacht. Weil Blendgranaten denke ich immer jetzt zuerst an die Symbionten da. Ah, ja. Nee, ich habe einfach nur gesehen, wie er sich nicht beeindrucken lässt von deinen Schüssen und dir einfach die erste Salve ins Gesicht ballert. Aber er ist ja zum Glück immer zurückgewichen. Was ist denn hier? Der war gar nicht so schwer dann am Ende jetzt. Ja, er ging auf jeden Fall noch die... Auf den Sack ging er. Oh Gott, was geht denn hier? Oh, noch mal Musik? Ja. Okay. Könnte sein, dass noch mal was passiert ist, irgendwie noch mal was aufgegangen ja, ist. Ja, der... Also die Musik ist, hat auf jeden Fall noch nicht aufgegangen. Irgendwas links. Ach ja, da. Okay, nehmen wir die normale Waffe. Haben wir noch 17 Schuss für. Ja, komm. Oh, schnell. So. Haben wir noch was? Müssen ja noch dieses komische Rätsel lösen, ne? Guck mal, da geht bestimmt auch gleich noch mal ein bisschen was auf. Ich will ja, das mal Licht, hier, genau. Hier in Ruhe gucken, ob noch mal Items sind. Ich glaube, das Lichträtsel ist aber wirklich so, wie du auch meintest. Einfach nur die Spiegel ausrichten. Ja, irgendwie die richtig vernünftig ausrichten. So, hier waren wir hochgeklettert. Oh, gut, der liegt immer noch ausrichten. Da. Der wacht doch nicht noch mal auf, oder? Ja, sieht gut aus. Da ist er, der Laserstrahl. Der abgelenkt gehört. Und der andere noch? Ich glaube, da muss er rein. Ach, da muss der Empfänger da hin. Okay. Jetzt, aber normalerweise würden jetzt nochmal 20 getriggert werden, oder? Währenddessen eigentlich, ja. Ah, schauen wir nicht. Ich glaube, du hättest erst den anderen nehmen sollen. Ach so, der da hinten, ne? Aber den du musst ihn dann kann so, ich dann doch schon mal, genau, aber den drehe ich einfach schon mal auf die... Aber in die Mitte, ne? Zwischen den beiden Punkten, meinst ja. du? Ich hätte gedacht, ach ja. Also richtig drauf, ich glaube eher so, dass da... Okay, wo ist der andere? Wie heißt der richtige Fachbegriff? Der Achsenpunkt? Ja, der Achsenpunkt muss diametral zum Radius des Klaus. Der Radius Klaus. Du hast so viele schlaue Wörter und dann kommt Klaus am Ende noch dazu. Wo geht's denn hoch zum anderen? Genau. Ach so, ja. Wo eigentlich? Sehe ich die nur nicht? Ja, wenn dann hier mal lang gehen. Hier drin war es nicht, vielleicht von außen? Genau. Da. Hä? Ist die nicht weiter rechts? Ist es das hier? Ach, das ist wahrscheinlich das hier erst. Aber das ist nur eine Leiter. Das ist keine Leiter, das ist nur eine alte Wandtextur. Vielleicht hier außen? Ich gehe mal von einem größeren Blickwinkel und ich guck mal, wo man hochkommt. Ein bisschen verwirrt. Ein Glück, dass wir das nicht schnell machen. Da oben ist es, okay? Wo ist die Leiter? Und das zeigt hier, das müssen wir. Oder können wir das anballern? Es verschiebt sich. Oh, nein. Das ist eine gute Idee, oder? Dass man anballert? Das Fadenkreuz geht nicht rauf. Ich verstehe es. Oh, sind das Kisten? Nee, das sind einfach nur. Einfach nur Steine. Backsteine. Kann man vielleicht irgendwo rüber? Würde ich jetzt sagen, ne? Dass du erstmal hier. Nee, das geht auch nicht, ne? Ja, und dann da weiter. Wenn jetzt genau irgendein Seil wäre, könnte man davon annehmen, dass du dich da hinhangeln kannst. Nein. Geh einfach nochmal an dem Klotz entlang. Irgendwo ist irgendwo doch was. Du musst dich doch irgendwo wuchten können. Von vielleicht innen, vielleicht ist da ein Loch an der Decke oder so, genau. Es taucht nichts auf. Ist ja verrückt. Ist ja verrückt. Sag mal, sind wir nicht fünfmal da rumgelaufen? Wir sind fünfmal da rumgelaufen. Scheinbar nicht. Es ist ja schön, dass jemand das auch rausgeschnitten hat. Ja. Das sind diese Momente, wo ich an allem zweifle, an allen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also Lebensentscheidungen. Ja. Irgendwas muss uns ja bis zu diesem bestimmten Punkt geführt haben, wo wir 10 Minuten um ein Gebäude rumlaufen und keine Leiter sehen.
Es tut mir auch leid um die Leute. Es sind ja immer einige, die dann kommentieren und schreiben, dass die sich die Haare ausraufen währenddessen. Ihr kennt das Spiel natürlich wirklich hin und auswendig. Ja, aber plus, wir haben es nur fünfmal durchgespielt. Ja, aber was ist denn auch damit, einfach mal davon auszugehen, dass ihr einfach besonders klug seid? Vielleicht sind wir halt dumm. Und deswegen, ihr seid halt besonders klug, aber dann ist man nicht arrogant. Dann trinkt man das nicht anderen auf. Ja. Weil der Dumme kann nichts dafür, dass du dumm bist. Dem kannst du das nicht vorwerfen. Ich würde fast schon sogar eher sagen, wir sind mehr dem Durchschnitt der Gesellschaft, was Gedächtniskapazität und sowas angeht. Und wisst ihr, was wir nicht alles mögen? Wir mögen diese Elite nicht, ja? Die überall ihr 2 plus 2 und ihre Mathematik da uns da entgegenwirft. Nee, wirklich die mathematische Elite, die geht. Die mit der Addition. Mir reicht ein Sixpack zu wissen, was ein Sixpack ist. Ich hab mich mal genau, eins im Kühlschrank und nicht auf dem Bauch, ne? 5 im Bauch. Immer das Notbier im Kühlschrank und die 5 auf dem Tisch. Ach. So, also Leute. Ihr habt es geschafft, mit eurer Hilfe. Ja, mit eurer Hilfe haben wir es. Ah! Holy shit! Alter, Flickflack! Uff. Flickflack-Alarm! Warum? Standen die da jetzt eine halbe Stunde? Wenn er das nicht in der Schule als Leistungskurs gemacht hätte. Leistungskurs Flickflack. Sie haben nicht bestanden, sie haben einen Flackflick gemacht. Sie haben nur einen Flackflick gemacht. Oh Gott, kommt das nochmal? Oh. Schön, Mann, ey. Ich guck dir so gern zu. Oh. Und dann nehmen wir unseren guten Freund hier. Oh, haben wir nicht mehr. Dann nehmen wir den guten Freund. Das ist nicht fair, was die aushalten. Aber ein Flintenschuss reicht. 6 Schüsse. Ja, sehr. Ich habe aber, glaube ich, ab und zu mal daneben geschossen. Ja, aber du hast letztes Mal auch, die haben auch so viel gebraucht. Ja. Die sind nicht gemacht für die Pistole. Nee. Und das ist die voll aufgewertete Red 9 auch noch. Ey. Das ist eigentlich das Krasse. So, hier kann man raus. Zum nächsten Part. Dann das. Oh, da sind noch 2 Kisten hinten. Dann würde ich doch sagen, lass uns doch kurz in die Werbung gehen. Okay. Ne? Und dann gebe ich den Controller ab und du kannst gleich den nächsten Part spielen. Ich gucke nochmal, ob ich zu den Kisten komme. Okay. Bis gleich. Der Mond geht auf und er leuchtet auf diesen Controller. Da. Und beleuchtet mir auch den Weg hier in dieser Höhle. Deshalb heißt er auch Controller. So, hier, da ist der Mond irgendwo. Ist das vielleicht der andere Schleichweg, wo du am Anfang meintest, dass man noch mal da drumherum kann? Ich habe jetzt hier auch keinen Durchgang gefunden. Wie man du bist gerade rumgelaufen, genau. Ja, wir haben und dann sind wir wieder beim Anfang. Hier quasi. Bist du wieder gelandet. Die andere Treppe, also die andere Leiter, wo wir da hoch können, die ist grün. Das heißt, da wechselt die Location. Guck mal kurz auf die Karte, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Also müssen wir eigentlich zurück. Also, genau, also jetzt zurück, ja. Der Punkt ist ja. Genau. Also hier, da lang, ne? Ich glaube, nein. Das ist hier bist du tatsächlich zum roten Punkt, gehst du jetzt hier gerade hin. Ja, aber ich dachte, wir wollen zum roten Punkt. Genau, aber da würdest du weitergehen, falls du noch mal irgendwo anders hin willst, du siehst, wie verteilt das aber alles noch mal ist. Ne? Da wären noch mehr irgendwelche Schleichwege und da drumherum gehen. Na, aber das hier sind wir lang gekommen. Das ist, glaube ich, der untere Weg, über den wir reingekommen sind. Dann war da dieses Areal, das Kampfareal. Stimmt. Und jetzt sind wir in dem Ausgangsgang. Jetzt im roten Punkt. Das heißt, ich bin nicht so scharf drauf. Ich muss nicht. Das war so ein bisschen mitnehmen. Fabian, der die immer alle mitnehmen will. Aber ist ja auch okay. Deshalb dauert dieses Let's Play auch lange. Das ist kein Speedrun. Ja, nur ich laufe echt gerne an sowas vorbei. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Hör ich die brutzeln? Ja. Messer den ruhig. Ja, wir haben wenig Munition langsam. Zumindest nicht für die Waffen, für alle Waffen, aber nicht viel. Ja. Toll. Deshalb hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr jetzt bekommen durch hoffentlich Conservation. Jetzt mal gucken. Oh, nur noch 7 Schuss. Okay. Ja, und die andere hat auch nicht. Wir haben nur TMP-Munition gekriegt. Ach, da kann man hier rüberspringen. Kurz einmal schauen, was hier ist. Da ist Munition für die. Wir um die Ecke schauen. Ja, du denkst auch an den Suchradius von diesem Licht. Willst du den wegballern mal? Da ist hinter dir einer. Oh shit, ja, ich versuche gerade nur. Okay, hier. Ich habe Angst, dass, wenn ich ihn wegballer, erst recht alle kommen, aber ich glaube, dass es so ist, ja. Das sollte man mal machen. Baller ihn und messe ihn gleich. Oh, der hat eine komische. Da kommt aber noch ein Zweiter. Ja, und der hat auch eine komische Maske. Den muss ich eigentlich in die Beine, ne? Okay, ja, mach.
Darf ich die berühren? Ich habe Angst, dass wenn ich die anfasse. So. So, den ganzen jetzt. Aber. Ja? Okay. Ah, sieht schön aus, oder? Oh nein, 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 nein. Oh nein. Aber haben wir nicht noch eine? Haben wir den. Ah, wir haben wieder von dem. Achso, ja, ja, ja. Blendy ist gut dafür. Und der so ein bisschen wie der Gegenzauber. Der kommt zum. Ja. Aha! Und du machst. Hoho! Problem gelöst, wie so ein Kartenspiel. Was so ein bisschen fällt eine Granate aus dem Ärmel. Ey, das würde sich gut für so eine Art, für so eine Magic-Kartenspiel, wo der eine sagt, okay, mein, ich habe einen Zombie und dann killst du den und da explodiert ihm noch der Kopf und er hat diese Tentakel und dann machst du die Blendgranate. Ich sehe da ein Spiel dahinter, so ein Kartenspiel. Ich sehe da auf jeden Fall viel Geld, was wir machen können. Ich sehe da vor allem rechte Probleme, ja? Die wir kriegen, wenn wir das Resident Evil 4 Kartenspiel rausbringen. Wer hat was von Resident Evil 4 gesagt? Wir holen richtige Zombies. Sagen Sie nein, wenn Sie nicht mitmachen wollen. Oh, weit muss weg und aufballern, ja. Auf die Tonne wahrscheinlich. Guck mal, ob da nicht noch einer hinter von irgendwas dir. Irgendwas hier haut die ganze Zeit auf irgendwas rum, ja. Ich weiß auch. Hier? Ne, ja, nimm einen normalen Schuss besser auch, ne? Das ist recht. Das ist besser. Oh, ein Schatz. Kannst du hochklettern? Ja, ich wollte erst mal gucken, ob nicht noch irgendwo was auf dem Boden liegt, aber es sieht gut aus. Was sind denn das für Hieroglyphen an der Wand? Das war so eine alte Inka-Opferstätte oder so. In Spanien? Ja, aber jeder hatte seine Inkas. In Spanien hießen die halt Spinkas oder so. Spinkas. Ja, stimmt, die Inkas sind ja auch die Hispanic. Nein, ja, sind sie nicht. Aber die Hispanic haben die Inkas vertrieben. Aber glaubst du, die Finkas haben was mit Inkas zu tun? Das sind die alten Häuser. Die Finkas sind also alte Häuser der Inkas. Entschuldigung, nein, ich höre schon auf, aber ich komme nicht. Finkas sind alte Inkas. Die, du weißt ja, Dinosaurier sind zum Öl geworden. Die sind zu alten Häusern geworden, die Inkas. Und die Zinkas sind zu alten, zu großen Nasen geworden. Haben sich, die sind eingewandert aus Papua-Neuguinea und haben sich auf Mike Krügers Gesicht niedergelassen. Ja, da haben die ihren ersten Inselstaat, Nasenstaat gegründet. Direkt um die beiden Atolls, Mike Krüger, und dann sind sie wieder übergesprungen auf Thomas Gottschalk und haben sie die Welt erobert. Ja. Oh Mann. Alternative Drunk History mit uns beiden. Ja. Lustig. Wobei, die ist akkurat, natürlich. Wir sind weder drunk noch akkurat. So. Ich erinnere auch, das hört sich an wie so eine Armbrust, will ich sagen. Als ob da irgendwas. Ah, da sind diese. Da kannst du von. Stäbchen, die immer hoch und runter gehen, meine ich. Die so ein neues Geräusch machen. Ja, du hörst das, ne? Ja, könnte sein. Guck mal, ob du den Suchscheinwerfer wegballern kannst. Ja. Und weiter. Ich will nur sicher gehen, dass wir hier alles haben. So. Der ist da oben, ne? Noch bin ich. Ich versuche mich so ranzutasten, ne? So. Ja. Vielleicht mit der Sniper? Ja, ja. 5 Schuss. Scheiße. Ah, okay, ich kann es einmal nachladen. Noch welche. So. Große Frage. So. Hitbox, ja oder nein? Glaubst du, ich treffe das Ding? Wenn ich drüber schieße über das Graue? Drüber schießen würde ich nicht. Also ich meinte, wenn ich hier über das... Ja, über das Graue, ja. Versuch mal ein bisschen über dem Grauen, aber nicht ganz... Atembewegung. So? Scheiße. Okay, das geht also nicht. Glaubst du, es geht nicht oder ich stand falsch? Es kann beides sein, leider. Oh, da. Der hat eine Armbrust und schießt die Wand. Schau ihn dir an. Der ist wie bei nackter Kanone. Der schießt einfach direkt an die Wand. Okay. Oh, ist abgeprallt. Scheiße. Jetzt sind wir empty. Jetzt habe ich keinen mehr für den. Aber es hat eh nicht geklappt. Ja. Das mit einem normalen Schuss einmal. Ich mach's einmal nochmal mit einem normalen Schuss, aber irgendwie. Wir haben 8 Kugeln noch. Na, was glaubst du? Das reicht nicht mehr dahin, ne? Sonst wäre dann ein Punkt. Schade. Nee. Alles, was wir gerade gemacht haben. Einfach umsonst. Es ist ein fast nebenbei. Ja, ich seh's. Oder? Nee, Raketenwerfer! Ich bin doch gerade schon weggerollt. Hat er sich selbst explodieren lassen? Da oben ist ein Fass aber. Lauf! Ja! Der wirft Dynamit! Ich weiß! Bin ich schon tot? Ich wollte doch noch so viel machen! Oh! Mein Leben! Du hattest dein Leben vor dir! Nachladen wollte ich noch! Entschuldigung, du hattest sein Leben vor dir. Oh, sein ganzes Leben ist vor meinem Auge abgelaufen. Level 1, Level 2, Level 3. Ach ja, und da, wo ich auf den DLC gewartet habe und das Patch. Ärgerlich. Ich bin aber auch einfach nicht gut, kann man ruhig auch sagen. Ey, wir sind noch ein bisschen eingerostet, das ist in Ordnung.
Das gehört nicht so. Es ist vor allem ein Schwierigkeitsgradanstieg jetzt, ne? Ich nehme es halt nicht ernst genug. Ich nehme die Gefahr nicht ernst genug. Ich habe keinen Respekt vor den Gegnern. Ich habe es nicht verdient auch. Aber du machst es richtig. Genau, Munition sparen. Da war noch einer, oder? Oder? Gib mir Munition. Nein. Gib mir natürlich keine Munition. So, von hier sind wir gekommen. Lag hier vielleicht noch mal irgendwas? Oh, ach ja. Oh, ich wollte ja. Das Smaragd von hier nehmen. Und kann ich euch von hier anballern? Oder liegt noch was, ja? Ja, ja. Okay, läuft er da hoch. Dann werde ich seekrank langsam. Oh ja, da. Da. Ah, nee, die gehen zu schnell hoch wieder. Scheinbar. Ah, jetzt kommt auch noch was aus dem Kopf. Oh. Alles für den Arsch, ey. Aber ich habe die Blendy doch noch, oder? Ja, einen großen Blender. Gibt doch nie nur Geld, ihr Affen. Oh oh. Die arbeiten alle mit dem Händler zusammen. Ja, okay, der läuft jetzt zu schnell auf mich zu, leider. Nur Geld, ey. Das braucht doch kein Mensch. Noch wer von denen hier? Das Kraut. Wir haben ja keine normalen Schuss mehr. Komm, Emma. Können wir uns ja was nachkaufen hier. Und wo konnte man klettern? Einfach, genau. Einfach so. Das war ein Lux? Ach stimmt, der Goldlux. Oh, aber ich sehe da doch was. Wenn da schon so ein Smaragd rumliegt, schau mal den Goldlux an. Also, es war eine absolut dumme Idee. So, ich glaube, man sollte nicht hier runterspringen. Nicht, eigentlich nicht, ne? Nicht direkt in die Spitzen springen. Bitte nicht in die Spitzen springen. Das wäre lustig. Die sind zur reinen Zierde angebracht. Ja, das sicherheitstechnisch sind, das sind nicht optimal. Ja. Spitzen. Ja, mein Burggraben mit Alligatoren ist nur zur Zierde da. Ich frag mich, wo die Grenze ist. Du kannst dir wahrscheinlich einen Burggraben anlegen. Aber ja. Bei Alligatoren hört wahrscheinlich der Spaß auf, wenn du irgendwas Kleineres nimmst. So. Tiere, die du halt so unter der. Unter so der. Noch legal. Alligatoren, ich weiß nicht, eine Nummer kleiner. Du meinst, wo der vom Amt kommt mit so dem Zollstock und sagt, zum Glück, ihr menschenfressender Alligator ist ein Millimeter unter der Regulierung. Unter der Beißgrenze. So. Glück gehabt. Die messen das so. Die haben so ein DIN-genormtes Kind. Ja? Und die müssen mal gucken, ob das genau reinpasst in den Alligator oder nicht. Ja? Oh, hast du es gerade gesehen, wie die an dir vorbeigezischt sind? Da wärst du beinahe lachend gestorben, wenn du nicht so reaktionsschnell und ausdrucksstark wärst. Alter, die sind aber an, die sind einfach alt. Die haben auch kein Zielwasser. Tja. Und diese Items werden wir jetzt verlieren. Oh, Raketenwerfer. Sehr gut. Ein bisschen aufs Beste hoffen. Ich habe noch 6 Shotgun-Schuss. Und er hat Kringlamid. Das war toll. Okay. Das war wirklich ganz toll.
Wo ist der denn nochmal, der Dynamiti? Da ist noch einer. Vielleicht war das ja sogar. Nee, es kann eigentlich nicht gewesen sein. Ah, kannst du sie? Nee, oder? Geht nicht. Wo kommen wir? Oh, 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 oh! Das ist ja wunderschön. Das ist ja großartig. Okay. Ich raff nicht, wo die gerade wieder alle hergekommen sind. Die eben waren noch gar keine da. Okay, komm. Das Dynamit explodiert? Nee, leider nicht. Erst wenn das wirft. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Erst wenn das loslässt. Jetzt habe ich nichts mehr. Shit. Oh, du hast nicht mal meine Granate. Ne? Kannst du nicht, musst du die töten? Kannst du nicht irgendwie. Ja, genau. Rechts an ihn vorbei. Gut. Okay. Du schaffst es. Jetzt sammle alles ein, was noch irgendwie. Vielleicht ist da noch was dabei. Ja. Immerhin. So. Kann ich das mal nehmen? Super, Gregor. Super. Zwei von denen. Na, natürlich. Oh, das ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Ja. Und weg, schade. Oh, das ist doch nicht wirklich... Ja, jetzt hast du es doch. Oh. Treten noch, komm, tritt ihn noch. Zu spät. Saven sicherheitshalber auf einem anderen. Dann ja. Langsam sind wir echt an dem Punkt, wo wir merken, dass es schon auch auf Munition ankommt bei diesem Ballerspiel. Aber wir haben so unfassbar viel Geld. Also, und es. Nichts wirft ja hier auch Munition ab. Es tut mir leid. Ja, wer kriegt die ganze Zeit nur Geld, Gold, Diamanten, Klumpatsch? Braucht auch kein Mensch. Ja, aber ist nur noch einer, den du jetzt irgendwie... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den... Ach, warte mal, hier bin ich auch nicht hochgelaufen. Irgendwo sind noch Items. Irgendwo ist noch ein Item, ja. Ja! Ja, du wolltest... Ey, Mann! Wolltest du gerade schießen? Worüber reden wir hier die ganze Zeit? Habe ich ihn gerade mit dem Trip getötet? Du hast ihn komplett getötet. Wo kam das denn her? Das ist von Power of Fuß. Da hinten, nicht guck schlecht. Mal, guck mal, guck ja, mal. Ja, da ist die Muni. Da musst du jetzt aber gut aufteilen. Ja. Nicht gleich alles auf einmal, Gregor. Da hast du wieder Hunger. Ich will nur mal kurz testen. Flanders, geben Sie mir Wasser, damit ich meine Socken waschen kann. Schon wieder? So, vielleicht müssen wir den Penner auch nicht töten. Kann ich hier runterspringen? Brauche ich noch 20 Cent hier? Ich guck mal, ob ich durch die Tür jetzt kann. Dann haben wir diese 5 Schuss schon mal. Da ist ein Knopf. Und jetzt kommt ein großer Gegner. Ich hätte jetzt auch jemanden erwartet, ne, mit einer Gatling Gun, Kettensäge, irgendwas. Oh, schön. Da ist er sogar. Ich sehe das blaue Leuchten des Händlers. So, ich mache einen neuen Save darunter, falls wir tatsächlich irgendwo in der Bredouille sind. Wir können ja theoretisch jetzt mit den Erfahrungen das irgendwann... Ja, aber werden wir nicht. Werden wir nicht. Lass das doch für die Leute, die jetzt schon die Postings im Anschlag hatten. Die werden ja trotzdem Return drücken. Lass das mal gucken und dann kannst du gerne gleich weiter. Oh, Entschuldigung, ich war heute schon bei Moin Moin. Es hat nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Ich habe sehr viel Bock aufs Spiel. Ich bin nur echt müde, weil ich heute Morgen schon bei Moin Moin und jetzt ist ein langer Abend noch nicht zu Ende. Ich kann es ganz verstehen. Du hast Kato Kato angekündigt, habe ich gesehen. Ja. Das finde ich. Oh, warte mal, setze ich mich mal auf eine Höhe. Ja, das wird geil. Hoffentlich. Ich weiß nicht. Hast du Bock? Auch mal als Kandidat? Ja, ich hab gerade ein paar Schnittprojekte, die mich ziemlich in Beschlag nehmen, aber danach gerne mal. Du bist herzlich eingeladen, natürlich als Gast. Ich muss mal überlegen noch. Gegen wen du antrittst. Es sollte ja jemand sein, der auf deinem Niveau ist. Und da müssten wir mal überlegen.
Wer das ist, du? Ja, das können wir gerne schauen. Guck mal, wir können hier echt viel abgehen. Ach, lass mal gucken, was wir verkaufen können. Wir können auch jetzt eine Schatzkarte von der Insel uns holen. Aber wollen wir das? Ja. Killer Seven. Das ist nochmal Killer Seven. Eine neue Magnum? Oh, eine ja, okay, bessere. Die neuere Magnum. Wir haben nicht mal die alte Magnum benutzt. Ja, bisher, und dann die neuere wäre eigentlich ganz geil. Lass uns mal gucken, was wir verkaufen können. No-Brainer. Also ist No-Brainer. Ist auch No-Brainer, ja. Auch bei denen. Ich verstehe, du bist so klug. Deshalb bist du. Du. TMP-Munition. Nutzlose Sätze. So, warte mal, Magnum-Munition. Achso, 500. Ich dachte, die kostet 125.000. Das sind jetzt verkaufen hier erstmal. Was bringt uns der Gold-Lux? Statue mit drei Löchern, aber es war keines von den Sachen, die wir da reinpacken könnten. Theoretisch, wollen wir das noch behalten, oder? Ja, ich weiß nicht, ob diese Maske, vielleicht ist das ja auch so der Longhorn, vielleicht kriegen wir jetzt noch das dritte Ding für die Maske, ansonsten ja. Können wir sie aber auch verhökern, weil... Komm, wir verhökern erstmal den Schüssel hier alles und... Den Kram zumindest, wenn wir es wenn wir es gebrauchen können. So, haben 155.000. Ich habe einmal die Shotgun upgegradet. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein volles Magazin mit 20. Das ist gut. Kann man das eigentlich auch mit anderen machen noch? Ja, man kann das mit allen machen. Aber du würdest dich lohnen, noch mal irgendeine Waffe heute jetzt upzugraden, nur damit man... Ich kaufe die dann, ja? Das ist schon mal das Erste. Zum Beispiel hier, das Snipergewehr. Wenn du da jetzt einmal ein Upgrade kaufst, haben wir vielleicht auch voll. Ah ja, ja, ja. Das ist also bei der könnte es sich noch lohnen. Bei der Pistole würde ich sagen, nee, aber bei... Hier, halt mal, das ist ja das, was wir haben. Ja, reicht wir ja, eins ja noch von denen, ne? Eins von den beiden, ja. Feuerkraft. Oder wir können sogar beide haben eigentlich. Ja, aber dann, wir können ja uns ja auch sparen, das nächste, und dann laden wir sie wieder damit auf. Da werden auch Leute getriggert damit. Du hast recht, aber dann versuch's mal mit Kapazität vorher, oder? Weil ich, oder passiert das auch bei Feuerkraft? Nee, das passiert bei allen, glaube ich. Ja, okay. Guck mal, wenn wir jetzt raus. Weil, hier wundert's mich nicht, weil du gerade ja Kapazität erweitert hast. Siehst du, ist die voll und die hier voll. Bei der anderen geht's auch, soweit ich das mitbekommen habe. Oh Mann, wir sind so gut ausgerüstet. Wir haben zwar keine Munition, aber die Waffen sind through the roof. Geil. Ist Schatzkarte interessant? Für mich nicht, nein. Nein, da lassen wir es weg. Ich würde sie auch nicht holen. Ich wollte es nur einmal in den Raum geworfen haben, bevor sich... Nein, das ist alles hier Multi-Level-Management. Das ist so MLM-Schemes oder so. Wenn es so... Die wollen nicht nur reinziehen damit. Verstehst du? Schau dir das mal an. Jetzt, wo wir die Red 9, ich verstehe schon, was du meinst, aber hier, die können wir tatsächlich noch ein letztes Mal upgraden zu exklusiv. Ne? Erhöht die Feuerkraft über die Grenzen der Waffe hinaus. Das ist wahrscheinlich, weil wir die so geil upgradet haben. Da geht es nochmal weiter. Kostet 80.000, das haben wir im Moment nicht. Ja, aber das sind wir. Wir hätten es, wenn wir den Lux und die Maske verkaufen. Dann lass es machen. Na, machen wir es? Über die Grenzen. Wir wollen über die Grenzen gehen. Ja, wir sind Grenzgänger. Schon. Komm. Okay, dann verkaufen wir. Da reicht es ganz genau. Anderes. Ja, okay. Endlich ist die Zeit der Maske gekommen und der Goldlux. Oh, warte mal. Tunen. Nein. Oh, Feuerkraft. Guck mal, die ist gelb geworden. Gelbe Feuerkraft. Und sie ist auch noch mal voll, hoffe ich. Wie der Urin in den Hosen der Feinde, wenn sie uns damit sehen. Ach, du bist so... Ja, mit Urin anfangen ist nicht gut, aber... Anders geht's halt nicht. Ich mag meine Waffen hochkant, muss ich sagen. Der Größe nach. Guck mal, ist das nicht wie so ein geiles Waffendisplay jetzt? Schau das an, ne? Ja, jetzt gerade finde ich es auch pornös. Da möchte man hier die kleine Klampfe gar nicht mehr benutzen, obwohl die auch mittlerweile natürlich gut ist, aber die Magnum, komm, ne? Das ist so. Kommen wir in die Ecke. Also das ist so, you versus the guy she told you not to worry about. You in dem Fall ist rechts, die kleine Pupspistole und der Typ, der mit dem, macht dir keine Sorgen auf ihre Arbeit, das ist links die Magnum. Und so schießt er auch. Und ich bin vor allem auch froh wegen der Zoomstufe, weil wenn ich meine 22er Kaliber da nur zeige, ich kann jetzt zumindest rangehen mit der Kamera, da sieht's größer aus. Objects may appear bigger in the mirror. Ja, schön. Ja, wir bereiten uns schon vor für Rocket Beans Goes English, wenn wir dann komplett nur noch Denglisch reden. Nur noch Denglisch reden. Der Übergang wird Denglisch und dann irgendwann Rides, dann irgendwann George McCrae. Das ist Endziel. So gut Englisch können wie George McCrae. Das wäre richtig geil. Ich würde ja so gerne so gut Deutsch können wie George McCrae. Ja, das würde auch schon reichen. 5.1, das Kapitel. Endlich haben wir es. So. Jetzt muss was passieren. Ja, danke, ich nehme auch gerne an. Wir haben 4 Minuten noch zur Werbung. Gucken, ob ich sterbe währenddessen. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht nochmal neu ausgerüstet, aber du hast alle Waffen voll mit Schuss. Und wir haben die Magnum Plus extra Magnum Schuss von da. Oh, shit. Da geht's aber gleich rund.
Da sollst du vielleicht den, das Sturmgewehr, ne? Wenn die alle in der Reihe stehen. Mit du meinst das, ja, Sturmgewehr. Ja. Ich denke bei Sturmgewehr irgendwie nie an Sniper. Ich denke auch nicht an die Sniper, aber. Oh, ist das gut. Jetzt vielleicht nochmal. Ah, jetzt! Oh, hast gesehen, ne? Und den da oben. Beide Arme erledigt. Schön an seinen Dengelkopf. Ich habe Angst, dass das Ding rauskommt. Ah, jetzt sammel die eine. Da liegt noch eine oder was mit Ich glaube, das ist nur sein Rest, der runtergefallen ist. Durch den Boden geglitten. Da kommt bestimmt auch noch gleich was, aber nimm das ruhig alles mit. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich beeilen muss, um oben die Muni zu kriegen. Egal, ne? Lass mal liegen. Kommt schon noch. Die Tür kannst du auftreten. Ah, sehr gut. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen, jetzt nicht mehr, aber an Code Veronica, diese grauen Steinwände, ja, in diesem bunkerartigen, genau. Dieses die Gefängnis. Schränke noch gucken, ob da was drin ist? Ey, ich bin so unaufmerksam gerade. Ich weiß, was du meinst, aber Code Veronica am Anfang, wo man seine Waffen ablegen muss, ja, weil sonst geht die Tür. Genau. Ja, ja. Diese alte Shit. Mann, wir haben echt alle Resident Evils, alle guten haben wir durchgespielt jetzt. Okay. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Der eine oder andere sagt, dass wir 4 ja auch in besserer Erinnerung hatten. Wieso 4 ist doch geil. Also. Ja, ich merke aber auch schon diese Längen, die teilweise unrealistischen Level. Ich merke auch, dass ich viele Sachen besser in Erinnerung hatte, als sie waren. Aber es ist ja trotzdem toll. Es ist ja, also. Zeigt der? Ah, der hat mich gesehen. Ja, revolutionär. Oh, da war ein Teilchen. Du bist weggefallen, was von ihm? Ja, es ist einfach ein Spiel seiner Zeit. Ja, genau. Also es macht so viel gut, ne, verglichen mit der Zeit damals. Und dann nimmst du so ein bisschen die Unzulänglichkeiten in Kauf. Oh, was ist das für ein Koffer? Ey, da ist aber eine Schatte dran, oder? Ach nee, das ist nur einfach ein Crowbar. Okay. Du hast also einen kompletten Koffer für einfach einmal Shotgun-Schüsse. Irgendjemand hat den ja gebaut. Kannst du lesen, was da drüben steht? Baby Bobby Pennell? Hasbro? Bro Omelette? Voodoo oder Voodoo? Brom Omelette. Bromlet. Das ist einfach nur wahllos. Das hat man im Chemieunterricht gemacht, aus Brom ein Omelett, wenn du Leute vergiften wolltest. Ist das ein riesiger Burger? Ach nee, unten. Ja. Ich hab's ihn aber auch gesehen, oder? Der Bienenkorb da unten. Irgendwo hat Jumbo Schreiner gerade aufgezuckt. Oh, es ist voller Maden. Geil, ne? Da haben sie es schon versucht, später haben sie es dann perfektioniert, finde ich. Das ist nice. Dieses Madige auf den Tieren. Das ist eine gute Vorstufe zu Evil Within, ne? War ja auch Mikami. Und der hat ja auch dann diese hängenden Fleischhälften. Das war das Geile. Oder auch Resident Evil 7, ne? Wo ja auch dieser Ekel. Ups, Alter! Dass uns der noch erwischt, ey. Ich den noch. Hättest du gewusst, dass deiner ist auch nicht, oder? Also, ich wusste nicht, dass der hier drin ist. Ich wusste, dass irgendwo noch mal einer rauskommt, aber ich hatte komplett vergessen, dass es hier schon ist. Cool. Ist ein sehr schöner Raum. Den kann man sich auch noch mal länger angucken. Ganz toll gemacht. Und das einzig Unbenutzte sind die Handschuhe. Da sind wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Leichenteile drin, oder? Prüf mal. Wie dreckig. Mit 3 Ausrufezeichen. 3 Ausrufezeichen, das habe ich auch gesehen. Wie es die Mutter schreit, wenn sie ins Zimmer kommt und seht, dass ihr schon wieder den ganzen Tag nur Resident Evil 4 gespielt habt. Mhm. Oh. Ashley. Der braucht aber ein bisschen mehr. Ah? Nice. Oh, okay. Ich hätte auch gedacht, dass er jetzt hier. Weg ist er. Na gut. Hat er nichts mehr was hinterlassen? Ah, links da ist wieder der Koffer, ja. Oh, ein kleines Stück. Für die Katze oder so. Scheiße, die Katze wäre verkackt. Aber ist egal. Das ist egal. Wir sind im Recht. Ja. Okay, jetzt kommen die Schildis. Krieg ich den noch Feuer? Halt. Okay, reicht. Oh, ja, das läuft ja doch hier. Doch, Predulie eventuell. Oh, das ist gut. Messer ihn. Ah, schade. Oh, oh. Das ist ja noch so ein großer. Okay, haben wir irgendwas? Eine Granate? Nimm nur normale Granate. Soll ich die jetzt werfen? Ja, schmeiß die schon mal jetzt. Und schießt gleich mit der Shotgun den. Was für ein Pech, ne? Oh. Was für ein Timing-Pech. Pech. Heilen. Achso, da hat es noch eins, ne? Ja. Ja, ja, reicht. So, dreh ich mal um, ob da noch Items sind. Und du kannst das Sniper-Gewehr dort nehmen für die beiden, ne? Da war gerade irgendwas. Oh, das Ding kommt raus, ne? Das läuft ja auch auf dem Boden. Okay, ich bleib erstmal bei der Schrotflinte. Bleib bei der Schrotflinte, ja. Es läuft. Ah, links ist ein Laufer, rechts ist. Okay.
Der war ja wo auch kommt noch der da. Her? Hör mal auf zu brüllen, wir haben es gehört. Willst du die Magnum mal nehmen? Ja, du hast recht, jetzt die Magnum. It's Magnum Time. Aber soll ich nicht lieber noch warten, bis die sich kreuzen oder so? Nee, komm. Jetzt wäre der richtige Moment gewesen. Oh, und da, es lebt noch. Die beiden leben noch. Ja, aber nicht mit der Magnum jetzt, oder? Ja, ja, nimm die Shotgun lieber. Ey, ich konnte gerade nicht. So. Ich mach's noch spannender, als es sein muss. Nein. Ist da noch einer? Irgendwas läuft hier. Ja, der ist noch der Typ, glaube ich, der Fette. Was läuft denn da noch? Der Dicke ist... Oh, nimm die Sachen. Ah! Der hat einen Hammer. Okay, schnell auf den Kopf. Ja, Moment. Scheiße! Okay. Aus dem, bei dem haben sie keinen Bock, noch die Las Plagas zu animieren. Deshalb. Was haben die denn hier gegessen? Bohnen. Die Feinde essen immer ganz widerliche Sachen. Ja. Warum steht denn nicht einfach nur mal irgendwie so ein Lieferando-Ding oder sowas da? Wäre realistischer eigentlich, ne? Liefern sie auch an einsame Insel von Bösewichten. Tut mir leid, es ist 3 Kilometer außerhalb von unserem Bereich. Ja, aber kannst du mit dem Fallschirm irgendwie einfach abwerfen? Ich hab's schon vor 2 Tagen bestellt. Und jetzt sind meine Pommes falsch. Kalt vor allen Dingen. Nee, es hat so lange gedauert, dass die wieder warm sind. Muss ich mir machen. Zimmertemperatur. Okay. Hier ist er, ne? Hier ist sie. Noch nicht. Doch. Kommen, ich höre sie, aber vorsichtig, sei vorsichtig. Die ist im Schrank. Ashley. Nee. Leon! Hallo, mein Name ist Leon. Das ist eure Kamera. Tu nicht so, als ob ihr die entdeckt habt. Achso, schalt die Dinger aus. Wirklich echt. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Erst gegen Frauen und dann gegen Amateure, ey. Ah, das war richtig labyrinthisch hier wohl aufgebaut, ne? Krass. Da war der... Erstmal den Gang noch durchgehen. Okay, hier ist nichts. Du bist bei einer Tür am Anfang oder ich bin bei einer vorbeigelaufen. Obwohl, ja, das ist wahrscheinlich die, oder? Ich denke auch. Guck mal auf die Karte. Ach nee, das ist wieder was Neues. Okay. Und da unten ist gleich ein Safe. Aha. Oder ein H, was ist H? Händler. Okay, und die Schreibmaschine ist dahinter. Okay. Gehen wir erstmal hin. Dann kannst auch gerne du spielen. Dann wechseln wir jetzt einfach ein bisschen geschwinder ab. Ja, das können wir gerne machen. Ich mach hier vorne noch mal. Ich sammle mal alles rein, ne, dass wir dann gleich loslegen können. So, Waffen auch. Waffen sind eigentlich auch ganz gut gefüllt. Na, du kriegst schon alle. Bei mir kriegst du volle. Bei meiner Übergabe gibt's not on my watch. So, kriegst du hier auch die Dreckswaffe direkt. Ja. Kannst du gleich wechseln. So schlecht ist sie nicht. Ja. Nichts mehr, ne? Okay. Hat er noch was? Ja. Oh, du kannst auch wieder was Neues kaufen. Sicher, echt? Was könnte das denn sein? Cool, sichere Weste? Haben sie 30% weniger Schaden. Immer noch über 30% weniger als bei unseren T-Shirts, ne? Ja. Rocket Beans Shop, nur so als kleine Info. Ja. Aber 30% kugelsicher ist schon auch okay. Wenn sie die mit Rabatt haben wollen, schicken sie ARK! ARK? Dann packen sie das in den Gutschein, in das Gutscheinfeld rein. Wir merken sie nicht uns kaufen. Das. Für später. Das muss er sie. Die muss er ja dann noch mal weiter haben. Okay, eine Schreibmaschine. Die war unten. Wenn du auf die Karte guckst, du musst unten in einen kleinen separaten Raum. Siehst du das? Ah ja. No? Okay. Dann mache ich das noch schnell. Natürlich. Ey, die werfen wieder und machen die Tür wieder zu. Du musst sie schnell genug kann treffen, ich da wenn sterben? Sie. An dieser Stelle, meine ich. Durchs Fenster, wenn du durchs Fenster guckst, sollte es okay sein. Okay. Du musst sie treffen, wenn die Tür offen ist. Okay. Die haben sich auf jeden Fall gedacht, das wäre mega smart, was sie da vorhaben. Einen habe ich. Okay, war's dann? Nur einen. Oh.
reicht, ne? Warte, nochmal in die Eier. Ah, zweimal in die Eier. Ja, zweimal in die Eier, Entschuldigung. Hätte ich mir denken können. Hätte ich mir doch denken können. So, okay, jetzt ist es wieder zu. Ich hätte schon gedacht, dass ich das vielleicht noch einsammeln kann. Schade. Ein andermal. Gut, wir sind leider wieder an einer Stelle, wo wir Werbung machen. Dann machen wir kurz du holst Werbung. Dir gleich die Schreibmaschine selbst. Ne? Machen wir dann gleich. Und wir sind gleich wieder da. Viel Spaß mit der Werbung. Und dann geht's hier weiter mit After Dark, Resident Evil 4. Wir sind kurz vorm Ende. Oh. Tja, da sind wir wieder zurück. Und ich wurde gerade überrascht. Also, warte mal, ich mische mal das Kraut zusammen. Das sieht das auch wieder aus. Auch ein Kraut mit, hier, genau. Was ja, die Energieleiste da stehen verlängert. Leute mit Pfeilen dahinter. Guck mal, wenn ich da hingehe. Hui. Ach. Statt Granaten jetzt plötzlich. Okay, jetzt. Vier Typen mit Pfeilen, das kann ich sagen. Zwei. Dann nehme ich aber. Nehme ich die Shotgun gleich. Okay. Mit der Schrotflinte? Okay. Okay, das ist zu tief, die Schrotflinte leider. Könnt ihr den Rückkanal ausmachen, Regie? Ja, Regie, wir hören uns gerade doppelt, danke. Oh, was ist denn oh, oh! Nee. Aber das ich meine, das war ein guter Austausch. Scheiße, ich finde, ich finde es gut, dass ihr miteinander gesprochen habt. Ihr habt unterschiedliche Meinungen ausgetauscht. Das hat auch mal wehgetan. Aber wir haben was gelernt. Nämlich näher rangehen. Die machen die Tür nicht auf, wenn ich näher rangehe. Ja, weil sie sind jetzt nicht ganz blöd. Das muss man schon sagen. Nehme ich dann einmal. An der Stelle sind sie nicht doof. Sind sie wirklich nicht blöd. Wir haben fast volle Energie. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Jawohl. Diese Knieanimation, da kann ich mich nicht dran satt sehen. Jetzt wäre der Moment, hinzurennen. Jetzt verpasst. Jetzt kommen wieder neue. Achso, nee. Gregor, auf die Entfernung ist. Ja, ich weiß. Aber ich wollte auf Nummer. Jetzt noch mehr? Nimm doch mal eine andere Waffe. Ja, okay. Nein, mal bitte, nur für mich. Danke. Ah. dachte schon, die sehen, was du für eine Waffe hast. Oh, Gregor, sehr gut. Alles richtig gemacht. Ja, guck mal, er hat auch wieder Shotgun-Shots gegeben. Alles gut. Da steht ja noch einer. Nehmen wir die normale. Ruhe. Sehr hat nicht mal für einen Suplex gereicht. Oh, aber hat ihn gekillt. Ich muss hier mehr Suplexen machen. Aber wir hatten auch lange nicht mehr die Möglichkeit. Das kann ja scheinbar nicht jeder. Ja, die müssen immer schon zu einem guten Winkel stehen, dass sie in den Knie gehen, wenn du schießt und nicht runterfallen beim Laufen. Mhm. So, also dieser Kackraum. Und wo war der Save Strike? War die Map? Jetzt erst kommt der Safe, ey. Okay. Oh boy. So. Und wir haben auch Kräutis. Da ist die Schreibmaschine. Ah! Taschen. Dafür, dass wir gar keine Munition mehr hatten, ist es doch jetzt voll hunky-dory, ne? Also geil. Einmal kurz so ein bisschen ins Minus geschrappt. Das zeigt aber auch, was für coole Typen wir sind eigentlich. Ja, das alles, was man hier sieht, zeigt nur das. Ah, und jetzt haben wir die Tür geöffnet, die wieder, drück mal falsche Taste, die uns wieder zurückführt zum Anfang, die am Anfang verschlossen war. Und da schließt sich der Kreis, ja. Falls wir jemals wieder zurückgehen wollen würden. Ich denke auch, das wird nicht passieren, oder? Im Moment. So. Operating Room. So, jetzt wird's ja langsamer. Interessant. Ja, nee. Das ist wieder da, wo wir herkommen. Es könnte sein, dass wir gleich verfolgt werden oder so und deswegen vielleicht auch. Ja, es sieht ein bisschen. Oh, shit. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt gerade. Nee. Mhm. Dann nehme ich die schon mal. Oh. Oh. Oh, shit. Da fehlt doch was.
Müssen wir gucken, ob wir das kaufen können, aber wir brauchen das Infrarot. Das Infrarot-Ding für die Sniper. Ah, oh, ich weiß, wo wir. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ah, okay. Hier ist wieder raus aus dem Raum. Aber das haben wir noch gar nicht gesehen. Das haben wir, ich weiß nicht, ob du das als Item findest oder. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch in der nächsten Session. Also sobald wir an der Stelle sind. Wir. Ich guck erst mal und dann hinten. Man wacht ja auch, glaube ich, auf, oder? In dieser Halle. Wir gucken mal, was ist aber. Wir erinnern uns natürlich gerade an einen sehr markanten Moment des Spiels, aber wissen nicht mehr genau, wo er sich so verortet, wo er liegt. Naja. Oh nein. Ah, da liegt doch was. Er hat Laborgerät, meinst du hier? Ne, da hinten auf dem, genau. Och. Oh. Shit, ey. Shit. Aber ich glaube noch, dass der noch nicht aufwacht. Da. Das ist aber ein geiler Moment. So, das sind diese typischen. So ein Dead Space-Ding, da will ich viel mehr von sehen, eigentlich. So, diese Experimente, was die irgendwie machen, dass am Ende halt doch ein Labor irgendwie wirklich, auch wenn es ein verranztes Labor ist, irgendwie dafür zuständig ist. Das sieht auch alles so abgefuckt aus. Warum eigentlich? Die haben hier wahrscheinlich wirklich diese ganzen Las Plagas-Experimente gemacht. Und aber ist ja trotzdem ein Labor. Also so ein hast du bei After Dark Dead Space gemacht? Ja, alle. Alle drei? Also den dritten nicht. Wir können vielleicht mal, da können wir, weil den habe ich nie zu Ende gebracht, aber da können wir tatsächlich mal überlegen, tatsächlich Koop zu machen. Also weil der Koop dritte würde ich ihn nochmal spielen. Der dritte ist ja tatsächlich Koop. Ja, ich fand da eben, der dritte ist nicht wirklich ängstlich. Nee. Aber es macht schon Bock, dieses ständige Abballern der Gegner und das ständige Upgraden der Waffe. Das habe ich bei 1 und 2 gemerkt. Es macht so einen Spaß. Ja, ich muss vor allem ständig Schuh. Ach ja, das ist alles der, kaputt der kräftigste Schuh von allen. Der wirklich der allerbeste Schuh. Die Tür ist verschlossen, etwas im Zimmer blockiert sie. Das heißt, ich kann. Weiß nicht, ob ich da durchballern kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, das soll dir nur zeigen, wie die aussehen. Schon mal der Gegner, so sehen die aus, wenn du sie siehst. Ja, aber das heißt, die Tür da ist verschlossen. Dann muss ich durch. Auch rot, Moment. Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin ja von hier, von diesen Treppen gekommen. Ich gehe noch höher oder runter, oder? Ja. Also ich habe hier nichts übersehen, ne? Ja, also wenn du die Tür nicht aufkriegst und an dem PC nichts machen kannst, etwas im Zimmer, ja. Kannst du, Moment, kannst du nochmal in das Zimmer reingucken, bitte? Einfach ja. An die Tür gucken. Ich meine, manchmal kannst du ja irgendwas aufschießen, aber was könnte rechts denn die Tür blockieren? Ja, das sieht man nicht, ne? Ja, dann ist es einfach, da ist sie einfach nur zu. Dann ist es nichts Wichtiges. Ist so, ja. Ja, es ist nicht einfach nur irgendwie ein Schrank, den man. Ich möchte da auch gar nicht rein, muss ich echt zu. Nee, möchte ich auch nicht. Ich finde, das sind die schlimmsten Gegner. Also richtig drücken. Das ist aber. Das ist eine Auflösung wie. Ja. Ist das einfach nur ein Mainboard? Weil ich frage auch gerade, dieses eine Art Laborgerät, sagt er das zu dem PC? Es ist seine Art, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Wenn ich noch Textreview schreiben würde, ne? Weil du musst ja mal schöne Screenshots aussuchen und schöne Bildunterschriften machen, da würde ich sagen, das ist Resident Evil 4 HD. Genau mit diesem Screenshot. Screenshots. Das waren noch Zeiten. Da ist eine Kiste. Ja, ich gar nicht gesehen. Magnum. Hammer. Ey, wir haben so geile Magnum-Munition. Ein Glück, dass wir vorher keine Magnum gekauft haben. Wir sind geilsten. Da hinten war eine Tür, durch die ich nicht durchgegangen bin. Eventuell geht hier was. Hier bin ich nämlich nicht lang gegangen. Ah, okay. Ah, wahrscheinlich auch Kartenleser, ja. Okay, Schlüsselkarte. Unangenehmer Geruch. Riecht wie Müll. Okay. Es riecht wie Müll. Bist du hier rechts? Ja. Ja, von hier bin ich. Da ist geht's nicht. Geht's nicht auch. Die ist auch verschlossen. Ein Kühlraum ist das. Von hier und einmal links bin ich. Hier konnte ich runterspringen. Ah, da bist du hergekommen, ja. Aber das war da, wo ich hergekommen bin. Ne? Bist du denn oben jetzt alles abgegangen? Ich hatte das Gefühl, da wäre noch ein Gang. Oh, ich bin vielleicht unten nicht alles abgegangen. Oder so. Oder nee, hier war die. Also, das war die Schreibmaschine. Bitte nochmal Karte, bitte. Und hier bin ich. Vorhin gekommen, das ist der Safe-Raum hier unten. Da ist nichts mehr. Hier ist Blau? Eigentlich nichts mehr. Blau. Mini-Auftrag. Nein. Nee, das heißt was anderes, nee, das ist die Shooting Range, glaube ich, hier. Ah, okay, ja. Da kannst du ja nochmal. Mini-Auftrag ist. Doch, Mini-Auftrag. Das ist die Shooting Range.
Du kannst die Sache ja auch alle wegmachen. Okay. Ja, dann. Okay, dann wissen wir zumindest wieder hoch vielleicht. Und oben ist, glaube ich, noch, ein Gang gewesen, den du nicht gegangen bist. Irgendwas habe ich wahrscheinlich übersehen. So, ja, also von hier kann man wieder runterspringen. Da, nee, wo ist das? Aber das ist die grüne Tür, dann bin ich wieder in dem Labor drin. Ne? Ah, vielleicht da mal hinten in die Ecke, sehe ich da gerade. Ja. Dass man da einfach hier nach links, ne? Das meintest du, oder? Ja. Ach, da ist nur der Koffer. Der Shit hier, okay. Ja, gut, das erklärt alles. Gut, dann war es das auch nicht. Dann müssen wir vielleicht halt wirklich noch was im Labor machen? Ich im Büro. Nee, wo wärst du dann? Ich gehe ins Labor mal wieder. Und ich checke, da muss doch irgendwas sein. Ist ja auch grau. Nee, es reicht ja nichts, ne? Ach, nicht. So, das ist ja eine Ladezeit nochmal zwischen. Das war jetzt nicht so groß. Du hast doch eigentlich so, alles. Kann ich. Ah, ist hier vielleicht Stromstecker oder so? Hast du irgendwas Strom umleiten musst? Hier am Gerät? Ich fahre da gleich mal aufs Fenster. Na, ich glaube. Ne, was ist das? Sicherheitssystem. Okay, wo kommt das jetzt her? Ich war doch an der Tür. Oh, das hätten wir auch. Okay. Na, ist wahrscheinlich so. Ticke, 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 ne? Einmal von oben nach unten und dann so. Okay, alle Felder. Ja, ich verstehe. Also erstmal das Blaue. Grün muss so sein. Was auch immer. Okay, was hast du da gerade gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so weit rumgedreht. Und ich habe aufs Beste gehofft. Nicht schlecht. So. Louis, Notiz 3. Ich schaue es den Kreaturen an. Wie der Gigant und der Vistador sind nur Nebenprodukte der grausamen und unmenschlichen Experimente, die an Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art, und das unterscheidet sich so deutlich, das sind die Regeneradores. Sie haben einen überlegenen Metabolismus, dank dem verlorene Körperteile blitzschnell regenerieren können. Selbst habe ich noch nie gesehen, durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden, anscheinend leben Plagas in ihren Körpern ähnlich wie Egel. Man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen, nur mit Hilfe von Thermografie. Und um den Regenerierungsprozess zu unterbinden, müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Du kannst es, glaube ich, machen. Wenn du nicht das Gerät hast, wenn du eine große Waffe nimmst, wenn du diese gleichzeitig alle Plagas tötest, weil die wachsen irgendwie nach, sonst musst du die schnell mit dem Ding. Ja, ich wette, wenn du, also mal angenommen, sie sind drei im Körper oder so, dann einfach dreimal auf den Körper, dann könntest du vielleicht was machen. Aber im Grunde sind die ja wirklich an verschiedenen Stellen immer. Sehr schwer, die, glaube ich, auf einmal zu erwischen. Aber wir haben jetzt ja auch noch nicht die dafür nötigen. Vielleicht werden wir es gleich irgendwo noch finden oder kaufen können oder so. Okay. Das ist er. Der soll dir gleich schon mal alles beibringen. Man kann sie zumindest ja aufhalten. Also auch so, wir kriegen sie auf den Boden, das ist schon was Wichtiges. Durch eine Ladezeit kommen sie zum Glück, hoffe ich, hier nicht durch. Okay, Malaka. Jetzt geh mal zurück und durch die Tür und nochmal. Willst du? Aber du weißt doch, Alter, okay. Ja, du musst sie. Alter, der ist. Wie schnell ist der denn? Was für eine Sau, ne? Wie der auf einem Bein einfach aufgestanden ist. Ich wollte an dem einfach vorbeilaufen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. So, du hast den Schlüssel für das Labor. Ja, es sind. Ich weiß nicht, welcher der ist. Es ist das Kühllabor. Es ist also gleich. Ah, da leuchtet es auf. Alright. Oh, lass dir ruhig Zeit. Ja, das war ja ein Ding, ey. Also, ja, ich weiß natürlich, dass die dann wieder regenerieren. Das ist ja auch gleich ein Name. Nein, dass der so schnell hochspringt und dir in die Schulter beißt. What nein, ist ja richtig. Ich dachte auch. Ich dachte einfach, man kann dann den umgehen, aber du musst ja scheinbar auf ihn ballern, um zum ersten Mal zu raffen. Das sind die Regeln. Weil ich mir die Flosse genosse. Aha. Ich will mir das die Schlüsselkarten programmieren. Vielleicht kann ich die Daten ändern. Ja. Dann aber nur vielleicht. Vielleicht geht's auch nicht. Die Daten wurden geändert. Ja. Und jetzt ist gelb. Für den Müll. Du hältst die Daten für den Müll bereit. Das ist aber ein Downgrade, ne? Du darfst bis hier in die Eiskammer und dann plötzlich nur noch in den Müllraum. Abschalten tue ich die. Hier, was ist das da? Das will ich mir angucken da. Das ist geil, ne? Nee, einfach. Ja, oder so. Boah, es sieht fast schon aus wie so ein Tyrant, oder? Ne? Vom Gesicht her aus. Aber also, das ist schon diese Las Plagas. Weil es sieht ein bisschen aus, als hätten sie einfach mit einem Beckenspreizer, weißt du, sein. Aber nee, das ist dieses Vieh, was in dem drin ist.
Ja, da bewegt sich alles so ein bisschen. Ja, ich habe erstmal den. Das waren wohl die Experimente, bis sie das hinbekommen haben, dass sie auch aus dem Kopf rausbrechen oder so, ne? Das sind so frühere Sachen, würde ich denken. Wo können wir die Dinger hinpacken? Oh, schau mal hier, ja, siehst du ja auch alle hängen. Ja, Bluttransfusion, ja. Nein, auch hier links, guck mal. Ja, siehst du sie alle hängen? Eingeschweißt, ready for use. Und ich weiß nicht, ob ich das Eis abschalten sollte. Ah, darum geht's wahrscheinlich, oder? Ja, dass wir jetzt den Kühlraum ausschalten müssen. Das ist so eine schlechte Idee. Nachdem man jetzt weiß. Ist zugefroren und lässt sich nicht. Oh, aber was. Man muss. Ja, gut. Dann mache ich mal, ne? Wir haben ja. Er ist ja durch den Raum gegangen, das heißt, falls wir abkratzen, sind wir auch wieder hier. So lange kann das doch nicht dauern. Also, du kommst halt auch durch. Das ist das Thermogerät. Ja, siehst du, es dauert auch eine Weile. Und eine Pizza taut auch nicht direkt auf. Jetzt wird's spannend. Oh, geil! Das ist jetzt. Es will dir beibringen, wie das funktioniert. Ne? Deshalb bist du hier eingeschlossen mit dem einen. Es ist so scary irgendwie, also, wenn es zum ersten Mal passiert. Ach, muss ich das hier? Ach, da ist es. Wo ist er? Wo bist du? Nein. Ja. Oh. Fump hat's gemacht. So ist und da war geil, nur noch ein halber Mann. Ich finde die aber, also sind für mich mitunter einige der scariesten von allen hier. Ja, weil auch jedes Ziel natürlich nicht so hundertprozentig genau ist und dann auch noch drei kleine Punkte treffen, während es wie auf einen zuläuft. Und Munition ist geil gemacht. Ja, das haben sie extra gemacht hier, damit du es einmal übst. Ne? Deshalb ist der Raum hier so. Da hätten sie ihn aber, finde ich, ein bisschen länglicher machen können, sodass man auch eine Chance. So ist es schon ziemlich gemein. Hier? Oh, jetzt sind sie ja hier überall. Diese langen Arme, das ist so richtig scary. Gummiartige lange Arme und diese ekelhaften Mäuler. Aber dafür ist das sehr satisfying, wenn die dann platzen. Sehr, ja. Gibst du mir nicht mal Munition? Den ignoriere ich, den anderen da hinten. Ach, das ist ja die Mülltür. Genau, das ist die Schlüsselkartenmülltür. Ich glaube, wir haben alles für hierhin. Mehr ist dann, glaube ich, nicht. Möchtest du? Ja. Ich weiß jetzt natürlich, jetzt kommen Gegner gleich. Ich lass mich mal kurz auf die Karte gucken, bevor ich dich dann in die Hölle komplett schicke. Also ein bisschen Weg musst du da jetzt nochmal. Naja, gut, ist ja okay. Also ich werde es versuchen, ne? Wenn ich sterbe, dann gebe ich dir die Schuld. Wie sonst immer. Wir haben eh nur noch 8 Minuten. Ja. Wie sonst immer. Ja, stimmt schon. So, ich weiß, du bist eigentlich nur da, damit ich jemandem die Schuld geben kann. Das, ja, aber es gilt sonst für alles. Da haben wir alle was von. ja. Eventuell, falls die jetzt so kommen, ob du die in den Gang hier reinlockst, weil dann. Oh nee, da musst du durch die Tür. Pass auf, wenn du sie aufmachst. Sind direkt. Nee. Direkt eine Granate. Und denk an den Schrank hinter dir. Ja. Erstmal nicht. Erstmal Schrank. Geht einer von denen auf? Nee. Ah, schade. Dann bedien die doch mal. Okay, kurz einmal gucken, was ist hier noch. Da ist dann der Raum, okay. Okay. Oh, greif sie mal. Kannst du sie greifen? Eigentlich müssten die. Oh, die merken echt nichts, ne? Ja. Dann nimm erstmal die. Na, okay. Ach so, nein, okay. Du kannst sie nicht greifen. Du musst die Mülldinger. Aber greif mal die Mülldinger. Okay, nur die geraden? Ja, irgendwelche bestimmten müssen wir erwischen. Nimm mal den ganz links. So, ja, mach das mal. Ja gut. Das so ist es halt, wenn man Rätsel lösen will, ohne dass man sich jetzt vorher angeguckt hat. Jetzt musst du sie, glaube ich, killen alle. Ja. Das ist für mich einfacher als... Ja, es ist für dich wirklich einfacher. Gut, dann warte ich hier. Ah! Und zu ist die Tür. Ich finde das immer so toll.
Nein! Und? Was? 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 Wirklich? Was war denn das hier? Really? Wirklich, ich meine, der hat ja ohne Scheiß. Das war ja nicht wegen den Las Plagas, sondern nee. Der hat es einfach geschafft. Der war so wütend, dass er ohne Kopf mich noch mögen gesagt konnte. Hat. Na gut, wenn's so ist, dann hau ich jetzt mal hier diesen Tisch kaputt. Hast du noch ein Kraut? Ja. Ja, ich mach jetzt gleich. So. Zwei Quarantin. Beide werden genommen. Ja, ja. Da ist auch eins hinter. Ach, damit kann man da reinkommt. Nehmen. Also ich verstehe auch nicht, was das jetzt gerade war. Das kommt gleich noch, glaube ich. Prüfen. Ja, mach ich gleich. Das ist der Kran. So, voll. Endlich wieder voll. Okay, und das geht auch auf? Ich prüfe es mal. Ich verstehe nicht ganz, was es ist. Da ist der Müllschacht. Ach, kannst du auch im Müllschacht irgendwas machen und rausnehmen? Vielleicht führt er in die unteren Bereiche. Kannst du statt daran in den Müllschacht mal greifen mit dem Gerät? Vielleicht holst du von unten was raus. Das könnte es wirklich gut sein, ja. Weil sonst man denkt auch nicht. Direkt zu kompliziert, ne? Anstatt dass ein Müllgrabscher einfach nur ein Müllgrabscher sein. Ich wollte aber die grabschen. Lässt sich nicht mehr bitte. Sie haben den Sicherheitsschalter aktiviert. Wann? Okay, wo? Also wir hätten was wahrscheinlich aus dem Müll holen können. Nehme ich mal an. Wenn wir es dreimal falsch gemacht hätten. Die Super Magnum habt ihr verpasst. Irgendwie sowas. Die Mega Magnum. Naja. Meganum. Man kann doch nicht alles. Also dafür, was für ein geiles Arsenal wir gerade haben. Wir sind so gut. Total happy. Sogar noch mal so gelb. Zum Gelbe auch noch mal. Ist ja auch fast voll mit der Energie. Das ist der Sicherheitsschalter. Die linke Tür. Okay. Kannst du nicht aktivieren? Oder? Nee, wenn ich es mache. Nur ein paar Müllschachtakten. Was sind Müllschachtakten? Dass es dieses Wort gibt. Ah, da war es. Müllschachtakte. Leute, das ist ein ganzer Schrank. Da könnt ihr auch mehr Sachen reintun als eine Granate oder ein Stück Haar. Immer nur eine Granate oder eine Pflanze. Ach, sie ist ja auch noch da. Oh, ja, Moment. Darf ich da vorbeilaufen? Ja. Musst du, glaube ich, sogar. Ich hetze mich jetzt nicht. Ja, ohne Schrank. Da kannst du schön alles an. Okay, du hast eine Granate. Ja. Bist du, oder bist du... Die sind jetzt hier, da. Ja. Ja, ich wollte nur wissen, ob die... Da, so. Und jetzt eine Granate, ne? Schwarz, ne? Geil. Handgranate direkt? Moment. Wirf sie ruhig. Die liegen ja da. Letztes bin ich aufgewacht. Es hat so einen Brand. Ja. Wisst ihr, was dir gegen Sodbrand hilft? Keine Granaten schlucken. Das reicht, oder? Nee, noch nicht? Okay, der eine konnte ein bisschen mehr. Der eine hat ein bisschen dickeren Kopf gehabt als der andere. Er war ja auch als Dickkopf bekannt. Oh, komm. Nicht den Knopf an der Seite? Nee. Es ist ausnahmsweise mal nicht der Knopf. Tja, tschüss. So, aber jetzt halt die Schnauze. Wir haben es ja versucht. So, wir gehen jetzt. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir schreiben natürlich einen Bericht an den Chef, dass es nicht ging. Ja. Erklären warum. Es war leider uns nicht möglich. Ich mache mich auf in die Bahamas. Un pedazo. Immer. Ah, der hat einen Pfeil da hinten. Ja, okay. Pass auf, du musst auch gleich nachladen. Ja, ja. Du, du hast gar keine mehr mit der Shotgun. Oh Mann, okay. Okay, komm. Nimm die. Snipey. So. Snipey Rinja. Schade, ich hab die gern benutzt, die Schrotflinte. Ja. Ich sehe sie dadurch. Jetzt aber. Oh, es ist gut. Jawoll. Okay. Weil. Habe ich auch kein Gyrosmesser mehr. Aber ein, oh ja. Den kannst du, glaube ich, auch unten durch. Oh ja. Arschloch.
Der Schuss eben? Na gut, der hätte ich nicht von der Seite schießen sollen. Röntgenbildern. Ja, irgendwo liegt aber noch ein Item, oder nicht? Oh, hier auch wieder Kripsel-Krapsel. Krakelschrift. Ein Item. Da vielleicht der Koffer? Nee. Nee. Das interessieren mich die Röntgenbilder. Bilder. Maschinen, na gut, geh weiter. Da ist nichts. Da ist was. Ah, ja, die Blendy. Das hat sich doch gelohnt. Blendy. Blendax, ja, Anti-Belag. Ah, jetzt hast du wieder Shotty Shot. Oh, hier. Hm. Geht die so auf? Ja, die geht so auf, dann ist man da. Ah, ah. Ja, genau. Aber ist so praktisch, ne? Es riecht aber ein bisschen nach Endgegner oder nach irgendeiner Form. Ja. Immer wenn du bombardiert wirst, hier willst du noch speichern. Willst du noch mal speichern? Hast du noch genug Kräuter? Völlig ohne. Nimm doch mal eins. Hier ist noch mal ein Kraut. Ja. Macht ja nichts. Vielleicht solltest du alles auf Scharfschützengewehr oder so. Hier ist noch ein bisschen Muni. Das war alles nur Kapitel 5.1, was wir bisher gemacht haben. Geil. In der ganzen Folge. Wir kommen durch, wir kommen durch. So, warte mal. Dann lass doch. Wir sind ja am Ende, stimmt. Nächstes Mal werden wir diese mysteriöse grüne Tür öffnen. Wir warten einfach bis dahin, bis ihr, also wir warten auch auf euch, ne? Wir sitzen hier und dann schauen wir beim nächsten Mal, was hinter dieser Tür ist. Das riecht man auch. Das riecht man dann auch, ja. Tschüss.